Ich und die ganze Bundesregierung sind durchaus erleichtert. Das wäre eine große Herausforderung gewesen, wenn der französische Präsident sich hätte einlassen müssen auf eine Kohabitation mit einer rechtspopulistischen Partei. Das ist jetzt abgewandt. Und nun hoffen wir, dass es dem Präsidenten, aber auch den gewählten Abgeordneten gelingen wird, eine konstruktive Regierungsbildung zustande zu bringen. Ich jedenfalls freue mich auch im Hinblick auf die so wichtige deutsch-französische Freundschaft. Ganz persönlich darf ich sagen, ich freue mich auch im Hinblick auf das gute persönliche Verhältnis, das ich mit dem französischen Präsidenten habe.